Was kriegen wir als Belohnung für die lange Wartezeit, die hier vor Base? Was habe ich dem Spiel nur getan? Ich hab's gekauft. Ich spiele es regelmäßig. Ich mache Videos, die sich keiner anguckt, außer Ivo. Warum kriege ich denn jetzt hier von? Okay, fangen wir an. Wir haben Thatcher. Wir können nur gewinnen. Naja. Würde ich so nicht sagen. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich Glass oder Fuse nehme. Erstmal abwarten, ob sie den Castle haben. Kann ich vielleicht beim nächsten Angriff dann nehmen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Bei Glass hier, wenn man drin ist oder am Fenster hängt oder so, ist das vielleicht auch nicht so gut. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Außenwandraum. Guten Abend. Jo, hallo. Ach, guck mal, komm, ist Thatcher dabei? Kommt der Markt da rein. Mhm. Aber ich glaube, der ist auch. Achso, eigentlich der Außenraum. Das ist in die Garage und dann wahrscheinlich der Haupteingang. Kann das sein? Mhm. Schön, wenn die nur schon mal 6-mal nachladen müssen, um dich erstmal wegzuholen. Haben sie wirklich keine Munition mehr. Einsatz in 5. Obwohl wir trotzdem auch durch den Außenwand rein können. Aber Garage finde ich eh nicht schlecht. Aber über den Flur und so. Schon schwierig. Ich glaube, über Garage rein ist schon besser, wenn man es schafft. Ja, ich glaube eigentlich auch. Weil der Flur ist halt schon sackgefährlich, ne? Mit der Treppe nach oben und nach unten und überall. Können sie kommen. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Das war nicht nur verdammt mutig, das war auch irre. Das war nicht nur verdammt mutig, das war auch verdammt dumm. Warte mal, ich mach hier mal auf, ha? Was? Ich war doch weg von der Tür! Schon dabei. Nein, das ist bestimmt Kamera, wenn sich die Kamera so dreht. Scheiße. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ja, Mensch. Das hat ja schon wieder super angefangen. Drei Girl-Leute. Ein Pixel. Die letzte Valkyrie. 124 und 51 sind die Level von den beiden, die hier vier Leute von uns gekillt haben. Ich habe einen gekillt. Alles sehr durchwachsen. Wieso ist der da eigentlich tot? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, der wurde gesichert. So. Ja, er ist von, wahrscheinlich wurde er von oben abgeschossen, denke ich mal. Oder so, ne? Das hätte man mir gar nicht getroffen, wenn ich ehrlich bin. Voll noch vorbeigeballert. Hm? Der ist ja geil drauf. Alter. Nur noch ein Gegner übrig. Alter! Die rennen dem alle vor die Flinte! Weil der zweite jetzt, das war doch schon echt Glück. Der war gerade so fertig mit dem Nachladen. Das hätte doch genauso gut anders ausgehen können. Weil das der da aufgemacht hat und runterspringt, habe ich gehört. Habe ich schon gedacht, hat er das nicht gehört, oder? Ach, so war es, Motherfucker. Ist er nach unten gerannt, den könnte er jetzt rein, nein, weil es war der nein, letzte. Nein, der ist bei A reingerannt. Ach, da war die. Ach, durch mein Loch. Ah, okay.
Aber die Wand über der Treppe ist nicht verstärkt, da kann man immer gut durchfeuern, deswegen verstärke ich die immer, ne? Weil da könnte Ash aufholzen oder man kann halt durchfeuern, wenn man so wie jetzt weiß, dass da einer in der Ecke ist. Ist da die Wand über der Leiter, ne? Ja, genau. Alter, was macht er denn jetzt? Ach, der will jetzt zum Haupteingang, kann das sein? Mhm. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Das sind allerdings auch Löcher an der Wand und so. Und eine Ellamine. Schade, der hätte doch richtig Gas gegeben, der Typ, ey. Auch wenn er mehr Glück als Verstand hätte, wenn man ehrlich ist. Tja, gereicht hat's trotzdem nicht. Ich schütt mir erstmal einen ein hier. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit. Twitch-Drohne ist weg. Das ist schon mal schön. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hauptdenker, machen Sie die Tür auf. Sind in dem Raum, wo eben die letzte Bombe war, wo er gestorben ist, der letzte Mann. Ich glaube, das ist aber noch einer. Ich bereite ihn an. Hier ist doch irgendwo einer in der Garage, aber ich krieg den nicht. Einer ist draußen vorm Haupteingang. Flur, ich bin hier in der Kamera. Der Flur ist sauber bei dir. Der war, wenn du rauskommst aus dem Haupteingang rechts, da wo es nach unten geht. Aber es hat schon eine Weile her. Geh doch da rein! Geh doch mal hinten rum, ich kann auch notfalls runter springen. Letzter verbleibende Operator des eigenen. Notfalls ist gut, der Notfalls gerade eingetreten. Der hat von außen reingeschossen. Da, wo die Wände bei den Umkleiden sind, die beiden
Oben durchs Loch durch. Drüber. Kommt oben wahrscheinlich drüber, bei A, ne? Dann rein. Ja, genau. Drohnt in A. Drohne ist auf dem Flur. Klopfen A die Tür auf. Sind noch draußen. Links von dir eine Drohne. Jetzt ist einer drin. Hinten rechts. Oh. Mission gescheitert. Krass. Eigener Operator. Dann habe ich erst den Schuss gesehen, dann habe ich ihn gesehen. Ach, die Waffe. Können ja jetzt keine so übermächtigen Gegner sein. Obwohl das da ziemlich verteilt ist. Ich konnte halt jetzt auch nicht irgendwie rumlaufen und durch die Wand schrotzen, weil die hätten mich wahrscheinlich dann von oben weggeholt. Da hat bestimmt einer gedeckt. 100 zu 1. Während der eine aufgeklopft hat und reingegangen ist, hat der andere noch gedroht. Also wir müssen eine Bombe aufspüren. Der war wahrscheinlich auch irgendwo da draußen. Dann hätte er dann zur Tür nachgerückt oder so. Ich glaube, Außenwandraum. Ich glaube auch, der klingt ziemlich danach. Eure Drohne ja. Hat eine Bombe gefunden. Und eine da drüber wahrscheinlich, weil sie die Luke aufgemacht haben. Ja. Achtung, ja, hier finde ich immer, die obere Bombe anzugreifen ist irgendwie dankbarer. Ja, wieder da. Jo. Der ja. Vorteil ist ja, wenn wir oben angreifen, dass keiner von oben uns abholt, wegholen kann. Ne? Mhm. Wenn sie die Wände verstecken, die haben ja sogar die Wände versteckt, das heißt, man muss eigentlich nur die Tür zum Flur bewachen. Entschärfer ist jetzt. Das ist so ein bisschen wie Kinderzimmer dann. Im Endeffekt einfach reinkommen, ne? Ah, ich habe sogar einen Diffuser. Ja, aber die können natürlich. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. So, da. Der wurde jetzt echt nicht geblendet, ey. Unfassbar. Ein Gegner verbleibt. Schade, hab ich nicht geschafft. Spezielle Ladung! Abstand halten! Aber die. Na, ist ja gut. Ein Gegner eliminiert. Ja, krass. Der Fackler war neu, diese Runde. Hat ordentlich mitgemacht. Ich hab oben zwei weggeholt. Und schon konnten wir richtig schön einen drauf machen. Ach, auch den gleichen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Die Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Ein Gegner ist gegangen. Das ist gut. Das Matchball ist. Aber leider keiner von. Ah, dieser einen Trash, weil ich den vorhin gekillt habe. 5 Sekunden.
Ich will der Bandage Spawnkiss versuchen, oder? Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Jäger. Schießt der das Fenster auf und rennt raus. Ey, so ein. Also, ich habe es gerade sehr deutlich wahrgenommen. Ja, natürlich. Wie mir einer in den Kopf schießt. Twitch ist ganz oben. Das kann man auch schwer verpassen. Nee, ich habe jetzt sehr deutlich gehört, wie die Breaches, normalen Breach von außen anbringen. Also das ist wirklich kein Geheimnis, die von außen anzubringen. Feindliche Drohne nähert sich für Scan-Vorgang. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Sehr gut. Wo sind die alle? Feindliche Drohne nähert sich zum Scannen. Timer wird gestartet. Twitch kommt gerade die Treppe runter. Oder irgendwas kommt die Treppe runter, jedenfalls. Ah, fuck. Beim Runterspringen bin ich noch irgendwie markiert worden, aber die Zeit noch gar nicht richtig runter. Es ist und bleibt eine scheiß Map. Ja.